Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Im letzten Part haben wir wieder einige Sachen auf der Oberwelt gemacht, zwei neue Herzcontainer gefunden und das Magical Sword bekommen auf dem Friedhof. Das Schwert ist das stärkste Schwert des Spiels. Das Master Sword gab es noch nicht, weil es halt das erste Zelda war. Da hat man sich noch nicht so krassen Namen wie Master Sword einfallen lassen. Da hieß das Schwert einfach Schwert. Das zweite Schwert White Sword, also weißes Schwert, ganz primitiv. Und das beste Schwert, das Magical Sword, das magische Schwert. Ganz simple Namen für den ersten Zelda-Teil. Jetzt möchte ich euch noch was anderes zeigen. Dillim, aha! Man denkt, Enter Secret, voll der geile Geheimgang. Und was passiert? Es ist wie ein normaler Eingang. Gibt's vor fast jedem Dungeon-Eingang. Ziemlich bekloppt und lame und total sinnlos. Ich glaube, bei Second Quest, den schwierigen Zelda-Spiel vom ersten Zelda. Also wenn man das Spiel durchgespielt hat, gibt es auch noch einen schwierigen Hard-Mode von dem Spiel, wo die Items ein bisschen anders platziert sind und so. Ich glaube, da kann man in manche Dungeons nicht einfach so rein, da muss man halt diesen Secret-Eingang finden. Ich glaube, dafür ist das. Weil für den ersten normalen Teil, für die erste Spielvariante, für die normale Spielevariante hat es eigentlich keinen Sinn. So, mal gucken, wie die Level 5 ist, Dungeon Nummer 5. Es ist die Echse. Ich glaube, der war richtig hart, der Dungeon. Naja, mal schauen. Mal sehen. Wir sind auch richtig hart geworden. Oh, Pulse Voice heißen die. Richtig interessante Gegner. Am besten mit Pfeilen zu besiegen. Das NES hatte im Controller, also in der NES-Controller, war ein Mikrofon drin. Und ja, Nintendo hatte ursprünglich geplant, dass man da reinbrüllen soll. Und so waren die Gegner dann zu besiegen. Aber das hat man dann doch irgendwie nicht gemacht. Oder ging das wohl auf den NES? Ich glaube nicht. Aber bei Spirit Tracks und Phantom Hourglass, da gab es ja auch diese Gegner. Und da muss man dann wirklich reinbrüllen. So einen richtigen Kampfschrei. Also, und dann waren die tot. Und hier besiegt man sie eben halt mit einem Pfeil. Übrigens, ein Pfeil verbraucht auch einen Rubin. Weil hier gab es halt noch keine Pfeile separat, wie die Bomben zum Beispiel. Nein. Deswegen muss man einfach die Rubine benutzen als Pfeile. Bisschen komisch. Trotzdem schleudert er Pfeile ab und keine Rubine, ne? Du hast einen Schlüssel. Hässlicher Gipto. Was sind das für schlappe Gegner hier? Was ist das für ein Witz-Dungeon? Ist jetzt noch sehr einfach. Zu einfach für mich, finde ich. Aber sie werden noch ein bisschen anspruchsvoller. Der letzte Dungeon war ja schon ein bisschen hart. War einfach mal der dritte Boss recycelt. Aber nun gut. Dick Dogger hält certain kind of sound. Dick Dogger hasst irgendeine Art von Klang. Mhm. Hat was mit den Dungeon-Items zu tun. So, noch bekommen werden. Aber erstmal erkunden wir hier alles. So. Also wie gesagt, Pulse Voice. Und diese Hasen. Einfach zu besiegen. Mit Pfeil. Aber ursprünglich wollte man das mit der eigenen Stimme machen. Das war echt schon eine geile Idee, ne? Für die damalige Zeit. Ich glaube, es war dann doch nicht so. Also man hat es nicht umsetzen können. Ich meine es zu wissen. Falls ihr es genauer wisst, könnt ihr mir es gerne in den Kommentaren schreiben. Wieso sind hier überhaupt jetzt drei Dodongos? Was soll der Scheiß? Verschwende ich ja nur eine Bomben dran. Bringt doch nichts. Drei Dodongos war der zweite Boss des Spiels. Was soll das? Warum werden jetzt hier ständig die Bosse recycelt? Mein Dodongo war wirklich so schwach wie ein normaler Gegner. Man braucht halt immer wirklich die Bomben. Und die habe ich nicht mehr. Ich habe letztes Paar versucht hatte, einige Secrets zu finden, auch einige Läden. Und ich habe den halt nicht gefunden und 1000 Bomben verschwendet. Sehr, sehr ärgerlich. Deswegen habe ich jetzt nur so wenig Bomben. Na gut, da muss man durch. 103 Rubine. Übrigens, wenn ein Rubin nicht blinkt, ist er 5 Rubine wert. Blinkt ein Rubin, ist er 1 Rubin wert. Ne, Rotrubine und so gab's in den ersten Zelda noch gar nicht. Hat man nur Unterschieden zwischen blinkenden Rubinen und nicht blinkenden Rubinen. Also die blinkenden sind nur 1 wert und die anderen 5. Kann natürlich auch noch andere Rubine finden, wenn zum Beispiel
Ein Moblin auf Overworld in Dungeon in der Höhle da trifft. Und der dann sagt, yo, it's a secret to everybody. Er gibt dann einen manchmal einen Rubin, der 100 wert ist. Das ist aber wirklich dann die Ausnahme. Wenn man dann diese Höhlen von den Dienern von Gen findet. Hier ist die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte. Mach Licht. Nee. Nee. Ich will da hin, ich will da hin, ich will da hin, ich will da hin, ich will da hin. Ich will da hin, ich will da hin, ich will da hin. Oh Mann, ich will da hin. Bitte. Oh, ein Feld nur. Oh nein. Oh, ich komme aber nicht hin. Ich komme nicht hin. Ja, so viel dazu. Haha, habe ich mir extra gekauft im Play Store. Extra für die Let's Plays. So eine Meme-App. Drückst auf den Knopf und dann kommt Trollface, dann kommt Forever Alone und sowas. Wenn es passt, mache ich das mal an. Und es hat gerade sowas von gepasst. Ernsthaft. Richtig getrollt, die Karte. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, alles klar, der Peter. Oh ne, goddammit, mein Life ist finished. Ne, kein Bock auf die. Kein Bock auf die, tschüss, aber noch an zu mir. Bis dann, ciao. Macht's gut, liebe Freunde der Nacht. Ich hoffe, ich habe hier irgendwas vergessen am Anfang, einen alternativen Weg oder so. Denn ansonsten bin ich ein bisschen gefickt. Ich will die verdammte Karte haben, Mann. Ist schon wieder so ein Dunkel-Dungeon. Oh, man darf auch nicht in eine eigene Flamme gehen, das schadet Link auch. Sehr, sehr ärgerlich. Aha. Gehen wir mal hoch. Oh, da ist auch noch links eine Tür. Die öffnet sich wahrscheinlich nur, wenn man tatsächlich... Oh, geil. Wie chillig. Sieht aus wie ein Embryo und das soll die Ex heißen. Sieht echt aus wie so ein Embryo. Menschen-Embryo, ne? Die öffnet sich wahrscheinlich erst, wenn man die scheiß... Dodongos besiegt hat. Gott damn it, das gibt's doch nicht. Aber Moment mal, Moment mal. Da gab's auch noch einen Secret-Weg. Da könnt ihr mir noch nichts erzählen hier. Gab es noch einen alternativen Weg? Komm, machen wir mal die Bomben rein. Was für ein Scheiß gibt es besiegen? Ja, One-Hit, ne, mit dem neuen Schwert. Richtig chillig. Seht ihr? Man kann das nicht umgehen, man muss die Dodongos nicht besiegen, wenn man das weiß hier. Zum Glück weiß ich das. Oh, es gibt Bomben. Danke, lieber Gipto. Was? Wieso war das jetzt kein One-Hit? Wieso sind das keine One-Hits mehr? Habe ich mir das eben eingebildet? What the fuck? Da mit der Cats kann man die auch besiegen. Sofort, die verbrennen sofort. Nee, ist nicht so. Das war in Zelda's Adventure so, mit Feuerzauber waren die da ganz leicht zu besiegen. Gut, jetzt haben wir 5 Bomben. 5 Bomben reichen aus! Aber ich möchte erstmal hier schauen. 5 Bomben reichen auf jeden Fall aus, um die Dongos zu besiegen, wenn alles klappt. Ich will die einfach vollständigkeitshalber besiegen. Just for fun. Aha. Nein, 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 nein! Boah. Ja! Dollen Arsch auf. Die stärksten Gegner des Spiels. Blaue Schattengarden. Oder blaue Nimbusgarden, je nachdem. Sind aber Tools. Sind aber Tools mit dem neuen Schwert. Gut, dass ich schon das Magical Sword bekommen habe. Hätte man das erste Schwert noch. Ich glaube, die bräuchten 8 Treffer. Ja, die bräuchten 8 Treffer, Freunde. Heilige Scheiße. Wisst ihr, wie man sich da abquält? Und ich denke mal, das war noch nicht alles. Es war noch einfach. Dungeon Nummer 5 war richtig hart. Ich erinnere mich plötzlich wieder. Das gibt's doch nicht. Oh nein, ey. Ich glaube, jetzt wird's richtig asozial. Und wir sind so angeschlagen. Wenn ich sterbe, habe ich halt nur 3 Herzen. Ach du Heilige. Oh nein, das gibt's nicht. Oh Mann, womit habe ich das verdient? Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Der Dungeon ist unübersichtlich und blöd. Nein, 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 liebe Nintendo-Entwickler, nein. Ach komm, seid mir für Motherfuckers. Oh, ne, ne, was ist das? Nö, kein Bock, mache ich noch nicht. Tschüss, Arzttermin. Was haben wir hier? Fledermäuse, ihr gebt mir doch bestimmt ein Herz. Ihr lieben Flederbeißer, ich hab euch schon immer geliebt. Ich hab euch schon immer geliebt. Ich liebe euch, ihr seid die Geilsten. Ihr seid echt die Geilsten, gebt mir doch ein Herz. Oh nee, es gibt's nicht. Vor allem, wo bin ich? Mitten im Nirgendwo oder so? Alter,
Verwalter. Kann ich das wegspringen? Naja, kann ich. Unten auch? Ne, unten nicht. Okay, wo komme ich denn hier raus? Könnte ich auch ins Auge gelangen? Ich weiß ja nicht. I bet you would like to have more bombs. Oh yeah. Größere Bombentasche, 12 Bomben. Gibt's auch schon in diesen Zelda. Wird nicht wirklich angezeigt, dass man eine große Bombentasche hat, aber es gibt sie. Gut, dass ich drauf gekommen bin, weil ich jetzt total verdrängt. Ich weiß gar nicht, wo es die andere große Bombentasche gab. Ich glaube, die gibt's erst in einem späteren Dungeon. Auf jeden Fall nice, dass wir 12 Bomben haben. Das muss man einfach so sagen. Da wird's wieder zurückgehen. Aber, ja. Ich würde schon gerne wissen, was hier drin ist. Außer die Ärsche. Ist hier unten was? Nein. Wir haben doch jetzt so viele Bomben. Warum nehmen wir sie nicht? Wir nehmen sie auch jetzt. Nein, ein Treffer und wir sind Geschichte. Ah, bam. Bam. Wutz. Knacks. Batz. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie viel die aushalten, ne? Ihr seht's ja an den Bomben, wie viel die aushalten, wenn man nicht das Magical Sword hat. Ficken. Null Bomben. Gefickt, 3 Herzen, just nothing. Ach, du Scheiße, ist der Dungeon schwer. Okay. Planänderung. Ich mach den Raum noch nicht. Wir werden jetzt erstmal gucken, was da links ist. Rechts ist, sorry. Das war der Dongo, ist ja nicht jetzt gern gemacht, Mann. Ich hab mal die Bomben gespart. Boah, es ist schwer, ey. Boah. Dammit, es ist echt krass. Wie viele waren das? Die konnte man nicht mal zählen, so viele waren das. Jetzt ernsthaft. Unzählbar waren die. Übrigens, es ist auch eine stärkere Variante von den Schleimen. Wir haben ja bereits nur immer die schwarzen Schleime gehabt, ne? Und jetzt haben wir grüne Schleime. Die sind bestimmt stärker als die schwarzen. Einfach von der Logik her. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, aber egal. Ich hab den Weg gefunden. Bin ein wahrer Pfadfinder. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, die gibt es. Aber ich mag die gibt es. Die geben manchmal Herzen. Deswegen haben sie was gut bei mir. Oder Bomben. Wenn er jetzt 12 Bomben tragen, bringt uns leider nichts. Wenn wir sowieso nicht mal 8 haben. Die machen die wenigsten Schaden. Die gibt es. Nö, nicht mal das. Sind einfach Opfer. Ich glaube, die kamen ja auch schon im ersten Dungeon vor. Aber Bomben. Ja, die geben immer was. Die sind echt cool drauf. I like them. Zumindest weiß ich, dass der Boss nicht schwer ist. Ja, hier habe ich mich aufgeregt, ne? Schwerer Raum und so. Scheiße. Scheiß Schattengarten und so, ne? Aber. Ja. Mit Magical Swords sind so jetzt billige Gegner geworden. Und allgemein gesagt, sehr, sehr leicht. Wenn man den Raum da oben kennt. WTF? Wo komme ich denn jetzt hin? Oh, es kotzt an. Ich brauche die Kerze, verdammt. Und diese doofen Hasen, die meine ich ursprünglich mit der Stimme besiegen sollte, der NES-Mikrofon, die halten verdammt viel aus, wenn man keine Pfeile benutzt. Deswegen ist gut, dass wir schon die Pfeile haben, aber ich möchte die eigentlich jetzt mal ohne Pfeile besiegen, um halt Pfeile zu sparen. Was heißt Pfeile zu sparen? Geld zu sparen, ne? Gibt ja keine spezielle Pfeilanzeige hier. Machen die eigentlich Schaden, ne? Es geht eigentlich, ne? So stark sind sie nicht, halten nur verdammt viel aus. Weiß gar nicht, konnte man die in Phantom Hourglass auch so einfach mit dem Schwert besiegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier geht es sogar schon zu Endboss, Dick Dogger. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Denn uns fehlt ja noch das Dungeon-Item und das gibt es, glaube ich, wirklich da oben in diesem Drecksraum. Hier bekommen wir noch einen Schlüssel. Guck mal kurz, ob ich mich gleich in Embryo sprengen kann, ins Auge. Für mich ist das halt das Embryo-Auge. Und im nächsten Raum wäre schon Dick Dogger. Ist einfach so. Tatsächlich, man kann da rein. Secret power is said to be in the arrow. Hä? Geheime Kraft steckt im Pfeil? Mit will er andeuten, dass man die damit leicht besiegen kann wahrscheinlich. Ist mir scheißegal, ist mir Latte Macchiato. Scheiß drauf. Ich muss wieder zurück. Back to the roots. Ernsthaft, ich muss jetzt diesen schwierigen Raum da oben schaffen. Kostet es, was ich wolle. Egal, ob ich mich abquälen muss oder nicht.
Oder nicht? Wovon träumst du nachts? Ich werde mich abquälen, das ist einfach schon Fakt. Ja, wenig Herzen, ich muss jetzt richtig abgehen. Ich muss meinen Skill zusammennehmen. Welcher Skill? Du hast doch keinen Skill in diesem Spiel, hast du schon mehrfach erwähnt. Ihr habt sowas für recht. Bin einfach gefickt. Was soll ich denn tun? Was ganz dankbar ist, ist, dass diese doofen Dodongos nicht nochmal kommen, wenn man stirbt. Wenn Game Over geht. Oh, Leute, wie es mich anpisst. Aber ich glaube, das ist dieser Trollraum, ne? Ah, na. Hätte ich lange suchen können. Da gibt's keinen Weg. Oh, Mann, was wollt ihr denn schon wieder? Aber okay. Okay, ich werde sie jetzt alle besiegen. Bomben oder Herzen? Ich will Bomben, ich will Bomben, ich will Rubine, ich will Rubine. Umgekehrt Psychologie, weil sie sollen mir natürlich Herzen geben, aber ich glaube, das haben sie schon durchschaut und geben mir somit kein Herzen. Ihr seht es ja selbst. 12 Bomben. Für Dodongo ist auf jeden Fall ausreichend. Aber für die blauen Drecksgegner nicht, für die scheiß Schattengarden. Yes, Herz! Und ich komme nicht dran. Warum machst du nicht mal hier Kerze und erhältst den Raum? So nervig, ne? Ein Rubin, den hättest du auch behalten können, lieber Schleimi. Link ist auch cool, er bringt alle um, nur um ans Geld zu kommen, wie Mario. Alle so geldgeil, ey. Ah! Friss! Nom! Oh, nom! Friss! Oh, du Arsch! Da! Was war das? Voll der Bug! Der hat die Bombe gar nicht mal gefressen, aber ich konnte mit dem Schwert einfach besiegen. ETF. Das ist der Raum, wo wir noch nicht waren. Mal nur hin, man die Dodongos besiegt, aber ist wirklich nichts Besonderes. Wenn man dann hier runter geht, ist man da unten, wo wir uns eh schon durchgebombt hatten. Oh, Gyptos, komm, gib mir noch ein Herz. Gyptos, gib mir noch ein Herz. Gypto, Gypto, Gypto. Drecksmumien halten nur viel aus, mehr können sie nicht. Blaue Gyptos sind das, aber ich glaube, die waren immer blau, oder? Ach, was mache ich denn? Ich bin doch bekifft. Was hab ich denn schon wieder zu mir genommen? War klar, dass ihr Scheißgeld auch wieder da seid. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch echt unfassbar, oder? Zwei Treffer und schon richtig am Arsch wieder. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, wie ich sie besiegen soll. Sie sind einfach overpowered. Ich kann sie zwar von drei Seiten besiegen, aber die wissen irgendwie immer genau, wann man sich schlagen will. Ihr seht es ja selbst. Das ist zwar alles zufällig bedingt, diese Bewegung von denen. Aber ich finde das so asozial, ey. Wie soll ich denn? Wie soll ich. Ja, leck mich doch! Boah! Ist das schwer! Nintendo, ihr alten Schweinehunde, ey! Oh, kotzt mich das schon wieder an hier! Mann, wie soll man das schaffen? Das kann man nicht schaffen! Das kann man nicht schaffen! Mann! Jetzt gebt ihr Wichser mir noch mal ein Herz! Ich will auch mal eine Chance haben. Ich darf ihn ja nur zweimal treffen lassen in den ganzen schweren Räumen. Habt ihr einen Arsch auf? Drei Herzen die Kacke da zu schaffen. Ah, ich muss es schaffen. Es ist. Ah, es ist so notwendig, Mann. Sonst kann man das Spiel nicht durchspielen, wenn man es nicht macht hier. Ah, Mann, ist das eine Kacke. Letzte Parts, keine Rages. Oh, jetzt geht's wieder los. Eine schwierigsten Dungeons. Ist doch wahr. Nur diese Drecksgegner. Gebt mir auch mal mein Herzen. Der kein Herz übrig für Link. Wichser. Aber auch fies, ne? Dass man zu diesem Raum nur kommt, wenn man sich wirklich da durchbombt. Kann man drauf kommen, wenn man die Map hat? Ich meine, es gibt keinen Weg sonst zu diesem Raum. Aber fies ist es allemal. Ganz klar. Und was noch fieser ist, ist der Inhalt des Raumes. Das wissen wir ja alle. Okay, ich will jetzt mal campen. Was machst du denn, Link? Du Idiot! Oh, Link, du bist so Spaß! Oh, nein! Ich kann den Fels auch nicht mehr verschieben! Wir müssen erst alle Gegner weg sein. Diese Asozialität in diesem Spiel. Echt unfassbar. Wenn auf einmal die Richtung ändern und direkt den Link reinsteuern. Was willst du denn da machen? So nur Glück. Die rennen sowas von unwillkürlich hin und her.
Yes! Aber so weit waren wir schon mal. Wir hatten auch noch mehr Herzen, glaube ich, wo wir einmal da oben waren. Und ich schaff's eh wieder nicht. Das riech ich doch schon wieder. 12 Bomben. Ich werde jetzt alle benutzen. Ich werde jetzt alle benutzen. Ich werde mich jetzt mal kennenlernen, was ich für einer bin, was ich für ein böser Mensch bin. So. Nein, eigentlich bin ich ein lieber Mensch, aber trotzdem. Bam! Bam! Nein, sie haben mich, die alten Schlawiner, die alten Wichser hier. Boah, wie viele das sind. Ihr übertreibt es so, Nintendo. Ihr übertreibt es so. Wir sind zu sehr für meinen Geschmack. Nein! No! Ihr kriegt mich nicht, ihr alten Arschgesichter. Nerz, yes! Und bam, yes, tot! Link auf Amoklauf hier, bam, und tot, und yes. Komm schon. Ah, das Commentary ist wieder blöd, ne? Tot, yes, aber scheiß drauf. Ich bin so angespannt. Das Adrenalin rast durch meinen Körper. Ah, Mann gegen Mann. Und Link war der Sieger. Echt ganz gut gemacht, mit Bomben geht sogar. Ich finde, der Raum ist immer ein bisschen einfacher als den davor. Sind zwar mehr, aber man hat mehr Platz und wird nicht so leicht in Enge gedrängt. Und wieder ein skurriler Gegenstand. Ja, die Dungeon-Gegenstände waren schon ein bisschen crazy. In den ersten Zelda. Eine Flöte! Ein Musikinstrument! Wir haben ein Musikinstrument bekommen. Link kann seine Musikkarriere starten. Mozart, die Zauberflöte, so ungefähr. Es ist eine Zauberflöte. Mit der Flöte können wir manche Gegner besiegen. Hat auch was mit dem Endboss zu tun. Und wir können uns porten. Wenn wir die Flöte auf der Oberwelt spielen, kommt so ein Wirbelsturm. Und wir kommen zu den ganzen Dungeon-Eingängen. Natürlich nur zu den Dungeon-Eingängen, die wir bereits besucht hatten. Auf jeden Fall nice, wenn wir uns an Ort und Stelle, egal wo wir uns befinden, porten. Das ist wirklich nice. Gab es auch in Link's Awakening, soweit ich weiß, die Flöte. Und allgemein gesagt ist die Flöte natürlich der Vorgänger der Ocarina. Des Erfolgsspiels Ocarina of Time. Wirklich, mit der Flöte hat alles angefangen. Oh, wir müssen den Arsch besiegen, dann geht erst die Tür auf. Aber egal, das Schwierigste ist geschafft. Es kommen wahrscheinlich nur noch diese blöden Hasen, diese Pulse-Voice-Viecher. Und der Boss selbst, der wirklich kein Challenge ist. Ich habe noch eben gesagt, man kann ruhig sterben, die Dongus. Die kommen nicht wieder. Und was passiert? Die Dodongos sind wieder da. Toll. Echt super. Euch besiege ich nicht. Ich weiß, dass der Boss ein Lappen war. Und wenn wir den Boss besiegt haben, kriegen wir wieder einen Triforce-Splitter und dann haben wir sowieso wieder volles Leben. Das Einzige, was ich brauche, sind Bomben. Und die haben wir gerade von unserem Gipto-Freund bekommen. N1. Oh, doch, die machen Schaden. Die machen Schaden. Zwar nicht so viel wie diese blauen Schattengarn, ne? Ah, Schattengarn, mein Lieblingsgegner mittlerweile. Oh. Treffen uns aber ganz gut. Ne, weil die geben oft Herzen und sind jetzt eigentlich sehr leicht zu besiegen, wenn man mal wüsste, wo man hingehen kann, wo nicht. Okay, geben diesmal kein Herz. Wir sind am Arsch. Jetzt bräuchten wir wohl doch ein paar Herzen mehr. Aber ich denke, wir kriegen den Boss trotzdem. Was? Du willst den Boss mit 2,5 Herzen hinkriegen, du Opfer? Ja, das werde ich auch. Denn der Boss ist sowas von einfach. Vielleicht geben die uns ja noch ein paar Herzen. Jetzt aber nicht treffen lassen, das wäre echt ärgerlich. Yes. Ein Herz schon mal. Über Lava mit dir. Wie gesagt, Leiter, da kann man nicht nur über Wasser mit, sondern auch über Lava. Was habt ihr wahrscheinlich jetzt schon mitgekriegt? Auf jeden Fall cooler Dungeon. Habe ich noch gar nichts zu gesagt, ne? Sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Erstmal ziemlich unübersichtlich. Man kommt schwierig zum Dungeon-Gegenstand und der Dungeon-Gegenstand ist essentiell. Und da ist er, der Boss. Dick Dogger. Dick Dogger mag eine Art von Sound nicht. Und das ist, wie es der Zufall so will, die Flöte. Wer hätte es gedacht? Und zack. Dick Dogger wird klein. Und das Auge kann man verwunden. Nur so kann man ihn besiegen. In seiner großen Form ist er unbesiegbar. Aber wenn er halt klein ist, dann ist er nur ein Opfer.
Was ist hier denn drin? Was hat dieser Raum für einen Sinn? Unter Dick Dogger, unter dem Bossraum noch einen Sinn. Noch ein Raum. Ist nur eine Falle. Seht ihr das? Tür geht wieder zu. Wie in manchen Zeldas beim Boss. Und hier gibt's in der Tat gar nichts drin. Okay, mal kurz mit der Bombe alles auschecken für die Kritiker unter euch. Die jetzt sagen, oh, ist bestimmt noch rechts und links was in den Wänden. Aber nein, das war nicht so. Das war einfach nur so eine Falle, um den Spieler zu ärgern, zu trollen. Fies, aber okay. Man, wir hatten noch genug Kerzen. Übrigens, der Titelsong von The Legend of Zelda im Menü, also wenn man das Spiel startet, wo Start Game stand und so, der wurde in der Wasserwelt von Super Mario Bros. 3 wiederverwendet. Der Flötensound und die Flöte wurde auch in Mario Bros. 3 verwendet. Genau der gleiche Sound, die ist... Das diente auch der Porterei. Denn mit der Flöte konnte man einige Welten überspringen. Und ja, finde ich cool, dass die Flöte in Super Mario Bros. 3 wieder am Start war. Die Flöte aus The Legend of Zelda 1. Ja, und das war der Dungeon. Ich bin froh, dass ich ihn nicht an mir habe, bin ich ganz ehrlich. War schön schwer. Das war eine gute Challenge. Kann ich mal kurz zeigen, was die Flöte jetzt bringt auf der Overworld. Oh, sieht auch ein bisschen squeal aus mit dem Triforce da in der Mitte, ne? Und ich muss sagen, wir sind gut vorangekommen in dem Spiel. Wir haben es fast durchgespielt. Da fehlt nicht mehr viel, liebe Freunde. So, jetzt kommen wir wieder zu den Dungeon. Nochmal die Flöte spielen, sind wir gleich wieder bei Dungeon 1. Genau, ist Dungeon 1. Und denke, ja, kann ich gut den Part beenden. Ich weiß nicht, wie lange er geworden ist, wenn er nicht so lang geworden ist. I'm sorry, don't worry. Ganz ehrlich, es war schwierig, es hat mich gefordert. Und jetzt noch was Neues anzufangen, lohnt einfach nicht mehr. Ich guck mal schon mal, wo der 6. Dungeon ist. Wo kann der 6. Dungeon sein? Ich habe das ja nicht alles im Kopf. Ah, es ist beim Friedhof in Nähe. Cool. Ich glaube, es war einer der schwierigsten Dungeons. Nee, der war gar nicht so hart. Ich glaube, da war dieser hier schwieriger. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall gab es einen Dungeon, der war richtig einfach noch. Ich weiß nicht, welcher das jetzt war. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part zum Friedhof aufregen und den 6. Dungeon wahrscheinlich schon machen. Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein. Bis dann.